Mama war auch keine anderen Beweise. Das heißt, ich kann immer und sollte immer das Neue auch prüfen, wenn es möglich ist. Das ist ganz wichtig, weil, wenn Sie aber überlegen, Geschichte, was ist Geschichte? Geschichte ist eigentlich, sind Erzählungen. Erzählungen von Ort zu anderen, über Generationen, in der gesamten Menschheit. Das meiste sind nur Erzählungen. Im seltensten Fall sind das nicht mehr die Fakten. Weil wer kann das sagen? Wer kann sagen, ja, das war damals so und so und dann haben wir das entdeckt. Also die meiste Zeit sind Erzählungen. Und das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, dass das meiste, was aufgeschrieben ist, Erzählungen sind. Die Stille passt. Und dann gibt es aber die Realität. Und die Realität müssen wir auch Tag für Tag neu prüfen. Und das ist ganz wichtig. Noch jetzt in dieser Zeit. Das wird jetzt am Anfang zur Eröffnung sein. Und jetzt kommt der Herbert Buchner, ein ehemaliger Religionslehrer, zu uns und verzeiht uns was. Servus, Herbert. Grüß Gott beieinander. Ich bin der Herbert Buchner aus Sixdorf und ich hoffe, ihr könnt es mir alle gut verstehen. Geht so, ja. Ist einmal wichtig, dass ihr mich akustisch versteht. Das ist einmal das Erste. Ja, ich habe mich nicht gefreut, weil ich einen Anruf gekriegt habe von der Martina Weingast, ob ich nicht kommen mag, weil ich mal in Rosenheim geredet habe. Dann sage ich, ja, freilich, ich komme gerne nach Bad Feilbach und habe mich richtig gefreut auf heute. Wobei, gestern habe ich Zweifel gekriegt, ich gebe es ehrlich zu, und ein bisschen Angst gekriegt. Ich habe nämlich vom Herrn Söder einiges gehört, der hat mich gewarnt. Der Herr Söder hat mich gewarnt, hat gesagt, ihr seid gefährliche Querdenker. Und da ist die Gefahr der Radikalisierung, hat er gesagt, und dass sie das aufspaltet in Terrorzellen. Ich hoffe nicht, dass ihr jetzt mit faule Eier Tomaten beworfen werdet oder vielleicht mit Biobomben, so Masken, die umeinander liegen und voller Viren sind, ich hoffe nicht. Ja. Ja. Okay, nein, nur zum Spaß. Ja, aber es ist schon tragisch, es ist schon traurig. Gell? Und ich habe mir gedacht, was muss dieser Herr Söder für Angst haben vor uns? Angst vor seinem eigenen Volk, dass er da warnen muss vor die Querdenker und vor kritische Leute. Er hat anscheinend Angst davor, dass wir selber denken. Dass wir nicht einfach nur funktionieren und gehorchen und alles machen. Jetzt heißt um 9 Uhr musst du daheim sein und ihr dürft keinen mehr treffen, sitzt euch brav hinter dem Fernseher, hinter dem Computer, meidet die Kontakte und so weiter. Und da wird dann auch Solidarität angemahnt und ich frage mich aber auch immer, was ist das eigentlich Solidarität? Was versteht die Regierung drunter und was verstehen wir drunter? Ich möchte das mal ganz kritisch angehen. Was Solidarität einfach, dass wir alles machen, was uns angeschafft wird? Nach dem Motto, Ruhe ist die oberste Bürgerpflicht. Die Regierung denkt für uns. Da frage ich mich ehrlich schon. Und es wird momentan die Gesundheit als Vorwand hergenommen, dass unsere Freiheit, unsere Rechte eingeschränkt werden. Ich denke da immer an die drei Affen, die kennt ihr ja, die drei Affen. Augen zu, Ohren zu, Mund zu. So komme ich mir manchmal vor. Und heute habe ich auch noch eine Nachricht gekriegt, die mich geärgert hat. Da hat nämlich einer gesagt, ein Sektenbeauftragter von der evangelischen Kirche, dass wir eine gefährliche Sekte sind, die Religion missbrauchen zu ihren Zwecken. Aber jetzt möchte ich mal ehrlich sagen, was ist denn eine Sekte? Eine Sekte ist ein Unterschied zur Kirche. Da ist nämlich so, in einer Sekte, da denkt einer für alle. Und die Leute müssen bloß folgen und hinten nachlaufen. Geld verdienen und Geld einsammeln. Das ist eine Sekte. Und wir in der Kirche, wir glauben eigentlich, dass der liebe Gott uns einen Verstand geschenkt hat. Er hat uns allen einen Verstand geschenkt, damit wir ihn selber benutzen. Denk mit deinem eigenen Verstand, sonst tun es andere für dich. Das ist die Gefahr. Und ich frage mich langsam, ob wir in Bayern nicht langsam zu einer großen Sekte verkommen. Und der oberste Sektenführer, der oberste Guru ist der Söder und wir brauchen ihm nur noch folgen und das machen, was er sagt und schön brav zu Hause bleiben und brave Bürger sein, dann ist alles in Ordnung. Seid ihr damit einverstanden? Ja, ich möchte sagen, Herr Söder, bitte nehmen Sie uns auch ernst. Wir sind nicht realitätsfremd, wir sind keine Corona-Leugner, wir nehmen es durchaus ernst. Aber wir können selber denken, wir können selber Verantwortung übernehmen. Wir machen es nicht zu einfach, dass wir Corona leugnen. Wir kennen die Situation in den Kliniken, in den Altenheimen, das ist schwierig, das wissen wir. Aber wir sind demokratische, kritische und mündige Bürger.
Wir lassen uns nicht entmündigen. Wir stehen auf der Basis vom Grundgesetz und wir fordern unsere Rechte ein. Das möchten wir weiterhin haben. Und so sind wir für echte Solidarität. Wir wollen nicht, dass dieser Begriff missbraucht wird, damit die Leute nicht selber denken. Ich nehme ein Beispiel aus meiner eigenen Lebenserfahrung, Arbeitserfahrung. Ich war bis letzten Sommer war ich noch Lehrer an verschiedenen Schulen, auch mal vertretungsweise im Landkreis Rosenheim unterwegs. Schule ist heute wieder angegangen, oder besser gesagt wäre angegangen. Erster Schultag heute wieder nach 3 Wochen. Aber ihr wisst ja, das heißt halt Distance Schooling, Homeschooling. Also wirklich Schule gibt es momentan nicht mehr. Und ich finde das tragisch. Nicht nur, ob jetzt das MEVIS funktioniert und ob sich die Schüler alle einloggen können. Das ist nur ein kleiner Teil. Bildung ist nämlich viel mehr als nur Kopf, Computer, Arbeitsblätter. Bildung ist viel mehr. Pestalozzi, ein berühmter Pädagoge, hat gesagt, es sind 3 Dinge im Wesentlichen. Das habe ich gelernt. Kopf, das ist jetzt eine, Ratio, Verstand. Das andere ist der Herz, das Herz, die Herzensbildung, der Charakter, die Persönlichkeitsbildung. Und da braucht man die Begegnung. Da braucht man das Du, das Vis-a-vis, dass man zusammenkommt. Das soziale Lernen. Das fällt alles weg am Computer, wenn jeder alleine sitzt. Dass wir Teamwork lernen, miteinander arbeiten. Das geht nicht mehr. Die Schüler werden lauter Eigenbrötler. Jeder lernt für sich alleine und arbeitet für sich. Das ist keine gute Sache. Das hat keine Zukunft, kann ich da nur sagen. Wenn wir die Kinder isolieren, dann machen wir sie kaputt. Das andere, der dritte Bereich, sagt, ist das Tun, die Hand. Ja, dass man auch mal was tut, ob das jetzt im Werkunterricht ist, dass man was bastelt, was baut, sägt, was macht. Ob das jetzt da ist, dass man kocht. Kochen ist ja mehr, als wo die Pizzeria aus dem Frühschrank rausholen und warm machen. Ja, das muss man alles einmal lernen. Dass man was tut miteinander, dass man Sport macht, dass man Musik macht, dass man singt und tanzt, das gehört alles zum Unterricht dazu. Der ganze Mensch gehört dazu, zum Lernen. Nicht nur die Augen und der Computer. Das ist mir das eine. Dann denkt man vielleicht auch an Menschen, die das gar nicht können, digital lernen. Die einen haben die Ausrüstung nicht. Denkt man an arme Familien, denkt man an Leute im Asylheim, Asylbewerber, Kinder von Migrationsfamilien, die können ja kaum Deutsch. Die haben ja gar keine Unterstützung von ihren Eltern. Die können ja gar nicht lernen. Wie sollen die das machen? Die sind gerade dabei, Deutsch zu lernen, im Spielen mit den Kindern. Da lernen die Deutsch, die Kleinen. Ich habe selber Erstklässler gehabt, ich habe Förderunterricht gemacht. Da lernen die Kinder die Sprache, wenn sie miteinander spielen, im Umgang miteinander. Da geht's los. Oder gestern habe ich eine Bekannte getroffen, die haben ein schwerbehindertes Kind, das in einem heilpädagogischen Zentrum normalerweise ist. Und die haben schon seit Monaten keinen Unterricht mehr, keine Betreuung mehr, keine Therapie mehr. Können Sie sich vorstellen, was das heißt? Tag und Nacht für ein schwerbehindertes Kind da zu sein? Die Eltern sind mit den Nerven fertig, das sage ich Ihnen. Die sind wirklich fertig. Und sie hat gesagt, sie wäre auch gerne heute zur Demo gekommen, aber sie haben wieder wegfahren müssen. Die waren nämlich nur das Wochenende da. Also an solche Leute, die vergessen wir. Und ich finde, wir müssen auch diesen Leuten eine Stimme verleihen. Wir müssen uns für die einsetzen, dass wir sie nicht im Stich lassen. Das ist Solidarität. Meine Lieben, das ist Solidarität. Nicht nur so dahinterherrennen. Das ist wesentlich mehr. Und ich sehe auch die Gefahr, dass es eine große Spaltung gibt in unserer Gesellschaft, in unserem Land. Da sind die einen, die haben es gut. Ich sage jetzt mal, wahrscheinlich hier in Bad Feinbach und Umgebung. Wir haben eine schöne Landschaft, jeder hat sein Haus, sein Garten, einen Platz. Ich hoffe, ihr habt ein gutes soziales Netzwerk, Familien, Nachbarn, Freunde, wo das hinhaut, wo man sich noch hilft. Was heißt, bei uns ist die Welt noch in Ordnung. Aber wenn man genau hinschaut, das ist bei uns auch so, es ist nicht überall so. In manchen Häusern ist es wirklich auch schwierig. Da sind Alleinerziehende, da sind Menschen, die isoliert und zurückgezogen leben, da sind Neuzugezogene. Und wir müssen mal wirklich genau hinschauen, wie geht es den Kindern, wie geht es den Nachbarnkindern. Da bitte ich Sie, offene Augen, offene Ohren zu haben, ein offenes Herz. Schaut mal, was ist da in der Nachbarschaft, wie geht es den Kindern? Leiden die?
Oder denken wir mal ein bisschen weiter, wie ist es in den Städten, in den Wohnblöcken, in den Sozialwohnungen? Ich habe einmal in Neuperlach gewohnt. Und im sechsten Stock in einem riesigen großen Haus, wo man nicht einmal den Nachbarn kennt hat. Und ich muss sagen, ich möchte da nicht mehr leben. Ich bin froh, dass ich jetzt wieder am Land bin. Aber man sollte nachher die Menschen denken, die jetzt vielleicht in der Stadt eingesperrt sind. Und was heißt, da dürfen nicht mehr rausfahren, weil der Inzidenzwert über 200 ist, was das bedeutet. Und vor allem, was ist das für ein Unsinn, wenn die Leute dann alle im Stadtpark rumrennen in der Stadt, da wird es doch nicht besser mit dem Viren. Das geben sogar die Virologen zu. Dass das ein Schmarrn ist, diese Regelung. Das ist ungerecht. Ungerecht für die Armen. Denkt man an die. Solidarität, sage ich nur. Auch mit diesen Leuten. Lass uns nicht spalten. Es ist eine ganz schlimme Spaltung, was da momentan passiert. Arm und Reich. Da gibt es Gewinner und Verlierer. Und die Armen sind die Blöden hinterher. Die können nicht lernen. Die können nicht gesund bleiben. Denen geht es schlecht. Auch seelisch. Gestern habe ich eine Frau besucht, eine Bekannte von mir. Die hat eine leitende Stellung in einem großen Altenheim. Eine schwierige Aufgabe. Und sie haben eine Quarantänestation. Da sind jetzt schon einige Leute gestorben. Einige sind mit Corona gestorben, hat sie gesagt. Also, die hatten schon Vorerkrankungen, die hatten schon schwere Erkrankungen. Sagst du, wusst, die leben nicht mehr lang. Und die haben jetzt noch Corona dazu bekommen. Aber sie sind aber nicht gestorben, wo sie gesagt hat, sie hätte nicht gedacht, dass die jetzt so schnell sterben. Da hat Corona das natürlich schon noch mal beschleunigt. Also man muss das ernst nehmen. Aber es ist genauso schwer für Sie als verantwortliche Mitarbeiterin, weil sie traut sich seit einem halben Jahr fast nicht mehr aus dem Haus. Zuerst hat sie nämlich Angst gehabt, dass sie sich ansteckt und es dann hineinträgt ins Altenheim.